Ja, liebe Freundinnen und Freunde, im unermüdlichen Protest gegen Stuttgart 21, gegen dieses Projekt, das in diesem Jahr 20 Jahre alt wird, genauso wie die Bahnreform, mit der vor 20 Jahren die Weichen gestellt worden sind, auf Aktienkurs. 1994, in einer Zeit, als die Börsenberichte gerade Einzug hielten in die Tagesschau und als das Heilsversprechen der Marktwirtschaft eine neue Blüte erlebt hat, in dieser Zeit ist die Deutsche Bahn reformiert worden und mit dem Beschluss, dass die DB AG zumindest teilweise an private Investoren verkauft werden soll, hat die Bundesregierung im Jahr 2008 noch diesen Börsenkurs manifestiert. Kurz bevor die Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise auch in den kapitalistischen Kernländern angekommen ist und diese Blütenträume für alle offensichtlich zerplatzt sind. Es ist also höchste Zeit, sich einen Kopf zu machen über einen anderen Kurs der Bahn, über einen anderen Kurs der öffentlichen Angelegenheiten insgesamt. Die Konferenz, die hier seit Freitagabend im Rathaus stattfindet, trägt den Titel Kopf machen. Und in dieser Konferenz wird die Bahnentwicklung der letzten 20 Jahre kritisch analysiert. Es wird angeschaut, was eigentlich dabei herausgekommen ist. Egon Hopfensitz hat gerade vieles davon sehr lebendig geschildert. Denn es ist längst nicht alles Gold, was in den Hochglanzbroschüren von Rüdiger Grubes, Ramsauers und Dobrindts dargestellt wird. Ich danke denen, die die Konferenz organisiert haben. Das Bündnis Bahn für alle, Bürgerbahn statt Börsenbahn, von vielen anderen unterstützt. Die Linke hat es möglich gemacht. Es wäre eigentlich die Aufgabe des Verkehrsministeriums gewesen, große Konferenzen überall im Land zu organisieren, um mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam zu gucken, was eigentlich aus dieser Bahnreform geworden ist und was man in Zukunft machen will. Aber an solche demokratischen Methoden sind unsere Oberen leider nicht gewöhnt. Das sollen wir ändern. Wir haben zwei größere Studien, die vom Bahnvorstand finanziert worden sind, vorliegen. Dort soll also die Bahnbilanz dargestellt werden. Die wird auch in den schönsten Farben geschildert. Die Erfolge werden dargestellt und wie toll sich die Bahn entwickelt hat. Aber auf keiner dieser über 300 Seiten wird das gigantische Bahnprojekt, eines der größten der letzten 20 Jahre, Stuttgart 21, auch nur mit einer Silbe erwähnt. Es kommt nicht vor. Offensichtlich ist dieses Projekt ein solches Desaster und den Verantwortlichen so peinlich, dass sie es wortwörtlich totschweigen lassen. Aber wir werden nicht aufhören, darüber zu reden. Nicht totschweigen, sondern beerdigen. Das wäre der richtige Weg für Stuttgart 21. Noch ist Zeit und Gelegenheit, einen Kopfbahnhof 21 aufzubauen. Und ein solcher Akt der Vernunft, K21, aufzubauen, ein solcher Akt der Vernunft könnte ein Richtungswechsel sein. Die Richtung weisen für insgesamt eine neue Verkehrs- und Bahnpolitik. Die Bahn der Zukunft, sie kann und muss das Rückgrat sein für den sozial-ökologischen Umbau von Verkehr und Mobilität. Aber nur, wenn sie als gemeinwohlorientiertes Unternehmen genau darauf ausgerichtet wird. Wahrlich, eine andere Bahn ist möglich. Es wäre wirklich kein Hexenwerk,
eine solche andere Bahn aufzubauen. Überall liegen die Mosaiksteine auf der Hand oder auf dem Weg. Und es gibt hier in Stuttgart und überall in der Republik ganz hervorragende, engagierte Leute, die viel Fachwissen haben, die viel praktische Erfahrung haben und die diese Erfahrung auch gerne zur Verfügung stellen. Ein Verkehrsminister oder besser eine Verkehrsministerin, weil ich fürchte, dass die Herren der Schöpfung dieses Werk nicht vollbringen werden. Eine Verkehrsministerin, die wirklich eine Verkehrswende einleiten will, die müsste sich mit den Experten von Bahn für alle, von Bürgerbahn statt Börsenbahn zusammensetzen. Die müsste die Fachleute vom BUND und vom VCD konsultieren, die Christoph Engelhardt und Egon Hopfensitzes dieses Landes, die Aktivistinnen und Aktivisten bei den Parkschützern oder in den Gewerkschaften, in den Behinderten- und Multitarif-Initiativen, die verkehrspolitischen Frauen und Betriebsräte, die für Alternativen stehen. Dort überall konnte man gute Ideen abgreifen. Wir haben ein Bahnmanifest für die Zukunft in einigen Punkten skizziert. Wir haben auf der Konferenz eine ganze Menge super guter Ansätze für eine andere Weiterentwicklung der Bahn aufgezeigt. Also, es wäre wirklich kein Problem. Die Verantwortlichen für die erfolgreiche Bahn müssten sich von den richtigen Leuten beraten lassen und auch lernen aus erfolgreichen Projekten, die es gibt, die es auf Usedom gibt, die es in Karlsruhe gibt und in vielen anderen Ortschaften. Und dann müssten die 1200 Beamtinnen und Beamten im Verkehrsministerium konkrete Pläne und Konzepte ausarbeiten. Und die erste Aufgabe an die Juristen des Hauses wäre, darzulegen, wie und nicht, ob der Ausstieg aus Stuttgart 21 mitsamt der Neubaustrecke möglichst gut organisiert werden kann. Die Bahn sozusagen zu rekommunalisieren, also der Gemeinschaft, der Kommune zur Verfügung zu stellen, unseren Schienenverkehr nicht länger als ein kapitalorientiertes Geschäft zu betreiben. Die Bahn ist keine Ware, womit man irgendwie Profite machen kann. Sie soll nicht an die Börse, sie soll auch nicht teilprivatisiert werden und sie ist nicht für Konkurrenz auf der Schiene geschaffen. Natürlich wünscht sich niemand eine schlafmützige Obrigkeitsstaatsbahn zurück, wie einem immer vorgehalten wird. Es geht um etwas anderes. Es geht um etwas Neues. Es geht darum, eine demokratische Bahn aufs Gleis zu setzen. Als Bürgerbahn mit dezentralen Strukturen, die viele Bahnhöfe im Land hat, die freundlich sind, wo Leute ansprechbar sind, die all die vielen, vielen kleinen Strecken, die es einmal gab in diesem Land, wiederherstellt, damit man es nah zum Bahnhof hat. Bürgerbahn heißt, die Bahn muss da sein, wo die Menschen sind. Bevölkerung und Beschäftigte müssen in die Entscheidungsprozesse eingezogen werden, denn da ist Sachverstand vorhanden. Es muss eine Flächenbahn sein, die der großen Mehrheit der Bevölkerung gerecht wird und nicht eine Bonzenbahn, die nur die großen Magistralen im Auge hat und die großen Städte miteinander verbindet. Überall im Land sind die Leute unterwegs und überall brauchen wir gute Bahnen. Wir wollen eine Klimaschutzbahn. Eine Klimaschutzbahn, die elektrifiziert ist und nicht mit Dieselloks durch die Gegend stinkt. Eine Klimaschutzbahn, die die Energie hundertprozentig aus regenerativem Strom bezieht und Vorreiterunternehmen ist in der Republik für eine solche Energiewende. Unsere Bahn der Zukunft ist eine Sozialbahn, die Fahrpreise anbietet, die für jeden erschwinglich sind und für jede.
Wir wollen ein Bürgerticket, mit dem man durchs ganze Land reisen kann. Wir wollen solidarische Finanzierung. Wir wollen Nulltarif im Nahverkehr. Und im Fernverkehr brauchen wir eine Bahncard 100, die für alle möglich ist. Unsere Bahn der Zukunft ist auch eine gute Arbeitsbahn, weil die vielen tausend Beschäftigten bei der Bahn eine wichtige Arbeit leisten. Und die sollen sie auch so machen können, dass sie damit zufrieden sind. Da geht es nicht nur um Geld. Um Geld geht es auch. Es geht auch um die Sicherheit der Arbeitsplätze. Aber es geht auch darum, dass das, was die Leute bei der Bahn tun, auch erkennbar einen Sinn hat. Dass sie gute Eisenbahnerinnen und Eisenbahner sein können und nicht von irgendwelchen Automobilmanagern gezwungen werden, unsinnige Dinge zu tun. Unsere Bahn ist eine Europabahn. Eine Bahn, die den Anschluss und die Zusammenarbeit mit den Eisenbahnen der Nachbarländer sucht. Eine, die Alternativen zum europäischen Flugverkehr anbietet, mit einem Nachtzugnetz, das bequem von den großen europäischen Städten in die europäischen Städte führt. Wir brauchen nicht die Konkurrenz zwischen der französischen und österreichischen und italienischen Bahn. Wir brauchen Kooperation. Das ist das Gebot der Stunde. Und wir brauchen einen vernünftigen Plan für den Ausbau der Eisenbahn in ganz Europa. Bei der gesamten Verkehrspolitik um neue und andere Perspektiven. Schluss muss sein mit den Milliardensubventionen für den klimaschädlichen Flugverkehr. Wir brauchen keine neuen Autobahnen und Straßenausbauten. Die Lkw-Kolonnen müssen reduziert werden. Aber ÖPNV und Schiene brauchen neuen Schub. Und auch diejenigen, die zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs sind, die brauchen volle Unterstützung. Wir haben keine solche Verkehrsministerin, die die Sachen in dieser Weise anpackt. Und selbst wenn wir eine solche hätte, könnte sie vielleicht die Ideen gar nicht so einfach in dem großen Apparat, den sie da vorfindet, umsetzen. Herr Dobrindt, der jetzt unser Verkehrsminister ist, hat denselben Verkehrswachstumswahn-Virus wie alle mir bekannten Verkehrsminister vor ihm. Seine Berater sind ganz offenbar die Herren von Daimler, von BMW, von Wilfinger und Berger und von Herrenknecht und wie sie alle heißen. Er fragt die falschen Leute. Deshalb, weil es so ist und die Zukunft, wie wir sie uns wünschen, nicht von selbst kommt, ist und bleibt es richtig und notwendig, hier auf der Straße, aber auch in den Vereinen, in den Verbänden, in den Parteien, in den Parlamenten, für Bahnpolitik mit Köpfchen zu werben, zu streiten und gemeinsam Druck zu machen. Mit der Kopfmachenkonferenz, mit dieser Kundgebung, mit vielen anderen Aktionen gelingen immer wieder Schritte dahin. Und vielleicht, irgendwann, vielleicht schneller als wir denken oder anders als wir glauben, wird die Ära der dicken, schwarzen Limousinen, fahrenden und geprägten Herren in der Verkehrspolitik zu Ende sein. Und dann braucht es unsere Alternativen. Also Kopf hoch und oben bleiben. Genau richtig. Wir werden nicht aufhören, darüber zu reden, nicht totschweigen, sondern beerdigen ist der richtige Weg. Die Rede von Sabine Leidig gibt es auch an den Infoständen und bei den Spendensammlern gedruckt auf blauem Papier. Und noch ein Wort zu der Demo nachher. Wer von euch oder Ihnen Lust hat, als Ordner bei der Demo zu unterstützen, möge sich hier vorne hinter der Bühne bei uns einfinden.